Einen wunderschönen guten Abend aus der Beta-Finanz-Eisport-Arena zum heutigen Spiel der Hammer-Eisbären gegen die Hannover Indians. Mein Name ist, wie jede Woche, Robin Löcke und an meiner Seite... Auch von mir herzlich willkommen, schöne Grüße nach Hannover. Mein Name ist Martin Köchling und wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel. So, und nochmal für alle, die jetzt eingeschaltet haben, liebe Grüße aus der Beta-Finanz-Eisport-Arena zum Spiel der Hammer-Eisbären gegen die Hannover Indians. Und dort verliert das Bulli. Da ist er auch schon am Puck. Da ist er auch schon. Pol. Der ist da drin. Ist das Tor. Der ist drin. War er abgefälscht oder direkt von Max Pol? Ich glaube schon, dass er abgefälscht war. Ja, da ist das. Da müssen wir gleich nochmal ein Replay sehen. Aus Hammer Sicht für die Hannover Indians. Da ist es auch. Max Pol läuft. Der müsste, glaube ich, abgefälscht sein. Jetzt sehen wir es nochmal besser vielleicht. Die Spieler haben auch so reagiert. Ja, sieht man nicht. Ja, sieht man nicht ganz, aber ich glaube, der Schläger war dran. Ja, glaube ich auch. Da fehlte auch, glaube ich, nicht viel. Nee, fehlte nicht viel. Bulmer. Ja. Gut gespielt. Da ist das 2-0, aber auch gut gespielt, ja. Muss man sagen. Kann man nicht anders sagen, war klasse gespielt. Keine Chance für Scharipow, da ist das leere Tor. Ja, ja, zwei schnelle Tore hintereinander. Ja. Man sieht wieder, am zweiten Pfosten wird das Geld verdient. Ching, ching. Ja. Ja, ist natürlich auch sehr alleine. Ja, alle gucken zur Scheibe halt. Ja. Die Scheibe gut quer. Bohanka. Stark gelaufen. Super gespielt. Ja, da fehlte einer hinten. 0-3 aus Hammersicht. 0-3. Bowles ist der Torschütze. Super gespielt von Bulmer. Der den langen Lupfer spielt und Bohanka, er läuft sich das Ding. Und ja, da sieht man es nochmal. Auch wieder keine Chance für Scharipow. Nee. Der nimmt die Scheibe an. Zieht nicht direkt ab in gegengesetzter Laufrichtung und dann hat er. Da sieht man es nochmal. Er geht drüber, täuscht den Schuss an und dann hat er. Ja. Ja. Aber es wird nicht gepfiffen als Haken. Bowles. 3 auf 3. Ramapass, Bulmer. Und der macht es natürlich stark und schweißt das Ding oben rechts rein. Ja. Starker Pass von Parker Bowles, der da aus dem Spinorama heraus die Scheibe mit der Rückhand rüberbringt und Brett Bulmer lässt sich das nicht nehmen. Und nee. Da möchte ich gerne mal ein Replay sehen, ob wir da vielleicht zu weit weg von dem... Ich glaube, er hatte zu viel Platz. Ja, er hatte zu viel Platz. Das war nämlich, glaube ich, 3 gegen 3. Bulmer. Sehr viel Speed. Setzt sich da durch. Bohanka. Ja. Ja, das ist, muss man auch sagen, das ist dann auch im Endeffekt zu einfach. Ja. Es ist aber auch wirklich super gespielt. Ne? Sie kommt mit super Speed. Ja, Bohanka nimmt hier ab der Mitteldritte schon Speed auf, weiß genau, wo er hinlaufen will. Ja. Hier sieht man ihn. Ja, 0-5 aus Hammersicht. Hier sieht man, Scheibe wird leider, ist auch ärgerlich dann in der Situation. Ne? Ja, zwei Mann kümmern sich um einen Spieler. Ja, Parker Bowles jetzt mit dem zweiten 0-5. Tor am heutigen Abend. Reif, dass er dem jungen Eiszeit gibt. Ja. Da haben wir eine Chance, Parker Bowles ist durch. Macht er ihn, Scharipow? Ja. Gut gemacht von Parker Bowles. Da ist das 0-6 aus Hammersicht. Ja. Ja, jetzt heißt es natürlich Ergebniskosmetik betreiben. Ja. Ja, alle Tore fallen heute irgendwie oberhalb. Man sagt ja sonst immer flach spielen, hoch gewinnen. Heute heißt es irgendwie hochschießen, hoch gewinnen. Aber das macht auch wieder klasse. Ja. Super Bewegung. Keine Chance für Scharipow. Hoch in die Dreierposition. Dreschmann. Gut gespielt, schade. Gute Chance von Ivo Weißleder. Ja, interessant. Sieben Sekunden noch, das war's. Hannover gewinnt 0-6 gegen die Hammer Eisbären. Ja, was soll man sagen? Durchwachsener Abend. Ja, da fällt uns das auch schwer zu kommentieren. Ja. Nicht negativ gemeint,